Verständnis dafür haben, dass ich jetzt ein bisschen wortkarg unterwegs bin. Gratuliere natürlich recht herzlich. Ich kann mich nicht erinnern, einen peinlicheren Auftritt irgendwann mal gehabt zu haben. Und von daher sind wir sicherlich auch berechtigt, werden wir jetzt die nächsten Wochen mit Hohn und Spott überschüttet. Das ist so, dem müssen wir uns auch stellen. Und bin genauso sprachlos über die Leistung, die wir gezeigt haben, wie vermutlich alle, die das Spiel gesehen haben. Und da brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden, dass das definitiv weder Oberliga noch Landesliga reif war. Und von daher Glückwunsch, tolles Spiel, aber wir waren weniger als ein Sparingspartner heute. Ja, erstmal freue ich mich natürlich über die drei Punkte, dann freue ich mich auch, dass wir einen historischen Sieg landen konnten. Das ist natürlich auch immer nicht alltäglich, da können die Jungs schon mächtig stolz drauf sein. Und ich bin heute auch über weite Strecken wirklich sehr stolz auf meine Mannschaft, die hat von der ersten Sekunde bis zur letzten Sekunde versucht, aufs Tor zu spielen, Tore zu erzielen, haben nie nachgelassen. Man weiß ja, wie schwierig das ist, wenn man zur Pause 4-0 führt. Dann die Konzentration und die Konsequenz hochzuhalten, weiterzumachen, versuchen, weitere Tore zu erzielen. Und das hat die Mannschaft hervorragend gemacht. Und ich glaube, im Endeffekt hätte es sogar zweistellig werden können. Wir hatten noch einen Lattenkopfball, wir hatten noch etliche Möglichkeiten, am Ende das Ergebnis noch höher zu gestalten. Also von daher muss ich sagen, die Mannschaft hat da wirklich einen absolut gelungenen Auftritt hingelegt. Und da gibt es auch nichts zu meckern. Und trotz allem würde ich sagen, wir lehnen uns jetzt nicht zurück und sagen, schön, das war super 8-0, aber wir sind immer noch 2 Punkte hinter Felbert und die Saison ist mega lang. Also schön konzentriert bleiben, Kirche im Dorf lassen. Und heute war es schön, das genießen wir auch alle und da kann die Mannschaft mal wirklich sich drüber freuen. Aber ab morgen ist dann wieder Konzentration, Alltag und dann geht es erstmal nach Ratingen, da konzentrieren wir uns dann ab morgen drauf. Aber heute werden wir den Moment mal genießen und freuen uns über den hohen Sieg. Markus, wünsche ich alles Gute mit Kronberg als Aufsteiger. Ist immer schwierig, sich eben so schnell an die neue Liga zu gewöhnen. Und ich wünsche dem Markus auch, weil auch ein ehemaliger Spieler in der Mannschaft von mir spielt, wirklich alles Gute und die nötigen Punkte in der Zukunft. Vielen Dank und schönes Wochenende.